Ja, servus Leute, heute sind wir mal wieder beim Franz in Hinterschmieding. Da steht der U300 und den werden wir uns jetzt anschauen. Warum? Ganz einfach, weil der im absoluten Top-Zustand ist. Der hat 11.500 Betriebsstunden um, aber erst 140.000 Kilometer. Aber das ist ein Top-Fahrzeug mit guter Ausstattung und wir werden viel Spaß haben, auch wenn ihr Probleme mit dem Mikrofon habt und das da alles, fast alles nachvertonen muss. Der Unimog da, dann wird fast 20 Jahre alt. Und das war ein absolutes Novum, was die eingeführt haben. Er hat nämlich eine Kabine, die aus GFK ist. Das heißt, der kann nicht rosten. Und das ist praktisch für den, weil der ja oft im Winterdienst arbeitet, dem Kommunaleinsatz. Dass der nicht zusammenrosten, hat er natürlich auch Unterbodenschutz und so weiter, dass du ihn richtig hernehmen kannst. Er hat aber auch vorne an der Anbauplatte eine Besonderheit, die werden wir uns später anschauen. Der Rahmen schaut aus wie neu, wenn man die Federn anschaut, die schauen aus wie frisch lackiert. Das ist brutal. Das ist einfach Qualität. Der Rahmen, der ist als Geräteträger ohne Mag ja durchgehend formstabil, als Leiterrahmen. Der kann sich natürlich nicht so ganz verwinden, weil der gekröpfte Rahmen, der war ja ein bisschen der Turbung ist beim Hochgeländegängigen ohne Mag. Das einfach, weil da dann drauf baut direkt als Zwischenrahmen die Leistungshydraulik Vario Power ist. Die kann man komplett abnehmen, das spart einfach Gewicht und Platz, wenn man es nicht braucht. Da sieht man natürlich einen Hydraulik-Öltank, ist auch voll und schon ein Edelstahl-Kraftstofftank, 145 Liter, der glänzt schon und zurzeit ist der Diesel billig, obwohl der Unimog sparsam ist. Wenn man unter eine schaut und so weiter, wird man an dem Unimog nirgends einen Rost finden, das schaut aus wie neu. Wenn man unter Pritschen schaut, sieht man bei dem Modell als erstes die Leistungshydraulik Vario Power. Die ist auf dem Wechselrahmen und da hat man große Hydraulikanschlüsse auch Zwischenachs. Braucht man ja für bestimmte Anwendungen, wie zum Beispiel eine Giermaschine. Dahinter ist der OM904LA, ein 4,25 Liter 4-Zylinder Turbomotor mit Ladeluftkühler und 177 PS, 675 Newtonmeter mit einem Vollsynchrom-Wendegetriebe, 8 Vorwärts-, 6 Rückwärtsgang, zusätzlich eine 8-gängige Arbeitsganggruppe und 8 Griechgänge vorwärts und rückwärts jeweils. Ohne mag man natürlich Geräte antreiben können. Er muss aber trotzdem auch schwere Lasten ziehen können. Dafür braucht er Traktion. Der da, dann hat jetzt Ackerstollen drauf in 425, 75, R20. Das sind die größten Reifen, was es für den U300 gibt. Und mir gefallen die ganz gut. Die schauen gut aus, passen gut dazu. Jetzt fällt schon noch der Heckkraftheber. Im Heck ist aber leider keiner verbaut. Dort haben wir natürlich serienmäßig Ausstattung, Anhängerbremsanlage, Anhänger, Zugmaul für 24 Tonnen Zuglast als Zugmaschine. Da unten sieht man jetzt zum Beispiel die Querlenker und Stabilisatoren, weil da serienmäßig verbaut sind. Man sieht aber auch, wie sauber das Fahrwerk ist mit Scheibenbremsen, mit ABS und so weiter. Man sieht natürlich auch, dass der immer noch Portalachsen hat und dadurch über 40 cm Bummfreiheit. Man sieht, weil man auch sieht, dass das alles gebaut ist und dass das wirklich dafür ausgelegt ist, dass das wahnsinnige Lasten aufnimmt. In der Front ist eine weitere Besonderheit, die schon der Unimog bietet. Auch heute noch, es gibt kein anderes Fahrzeug, kein Bullock, kein Lastwagen, der weil das kann. Das ist ganz einfach. Wenn man Schnellflow fahren will, braucht man Anbauplatten. Da verbaut ist eine in Kategorie 3. So, jetzt wenn man aber gegen einen Kanaldeckel oder so weiter fährt und die Stöße abfedern muss, hat der Unimog eine raffinierte Lösung. Das ist integriert. Ein Integral, das weil direkt die Stöße von der Anbauplatten auf die Achse weiterleitet. Da kann man sich also nicht einen Rahmen verbuigen oder verzwingen oder irgendwelche stauchen, das wird direkt auf die Achse weitergeben. In dem Fall, das ist Zapfengetriebe. Wir haben ja da 45er oder 1000er Zapfen, Motorzapfen, lastschaltbar. Das Getriebe, da steht sogar ein Steier um. Da ist ein Steier drin. Das ist von ZF. Lenkung, natürlich Servolenkung und so weiter, ist klar, wir haben einen Wendekreis beidseitig von ungefähr 13,6 Meter. Das ist also schon sehr wendig für so ein relativ großes Fahrzeug, aber das ist einfach ein Zeichen dafür, dass man, wenn man Wendinger starken Geräteträger sagt, einfach immer auf den Unimog kommen wird. Da gibt es einfach nichts. Sagt mal, wie viel Hydraulikausschlüsse, das der da verbaut hat. Alles doppelwirkend,
proportional und innen drin werden wir uns auch gleich die Bedienung anschauen. Die Scheibe ist groß und ich sehe, die hat Draht drin, die ist also elektrisch beheizbar. Innen drinnen sehen wir auch da freistehend das Armaturenbredel. Warum das so ist, das sehen wir gleich. Weil die hat die Wechsellenkung Variopilot. Vor dem Einsteigen, das Ding ungefähr vorstellen könnt, wie groß das ist. Der Unimogt da ist ungefähr 5 Meter sehr lang, bei einem Radstamm von 3,8 Meter und einem Breiten von 2,30 Meter. Hau ist er dann ungefähr 2,85 Meter. Da mal einsteigen. Ah, da ist schön drin. Gemütlich kann man sitzen, fühlt sich sofort wohl da drin und ist entspannt am Arbeiten. Dann, da die Song kommt es auch mal einer, jetzt geht dann auch das Mikrofon wieder. Dort und erinnernd am Fahrerplatz natürlich Radio, Tachograph, Heizung, Lüftung, alles ist schön gemacht, haben wir dort die Leistungshydraulik VarioPower. So. Da haben wir also die ganzen Kreise, die können wir da belegen, kann man ausschalten, kann man einschalten, einstellen, wie viel das so ein Kreis quasi bringen soll an Leistung, so ungefähr. Und das ist der Steuerblock. Da kann man also zwei Kreise gleichzeitig damit steuern, proportional. Wenn man aber einen anderen Kreis will, wenn man sich einen Knopf drücken, dann schaltet man quasi die nächsten zwei Kreise oder man drückt den Knopf, dann schaltet man die anderen zwei Kreise. Insgesamt haben wir also mit dem Knopf kann man 6 Hydraulikkreise steuern. Proportional alle in alle Richtungen. Man muss halt wirklich vertraut machen damit, was für Richtung, mit was für Knopf zu was führt. Weil das ist doch ein bisschen nicht ganz so leicht. Aber wenn man es kann, ist es intuitiv und geht schnell. Dort hat man eine Schiene, wenn man halt dann zum Beispiel für einen Salzstreuer oder Sohlesprühgerät Dings drauf tun kann, oder auch für einen Ladewagen zum Beispiel oder Press, keine Ahnung, je nachdem. Haben wir auch natürlich noch den Anschluss. Genau, möchte ich auch noch sagen. Es gibt da jetzt einen ISO-Bus und so weiter im Unimog. Das ist die Intelligenzschaltung. Die kennen viele aus dem Actros. Da ist ein Drehzahlspeicher. Wenn du den einschaltest, kannst du eine Drehzahl einprogrammieren. Zum Beispiel, wenn du ein Mehrwerk dran hast. Und du musst kurz umsetzen. Geht wieder auf normale Standgas runter. Und dann zack, oder halt anders tun. Dann läuft das wieder zum Mann. Ganz einfach alles. Natürlich da und da. Wir haben ein Allrad. Können wir einschalten. Wir können die Hinterachse sperren und die Vorderachse sperren. Also von daher ist das ein richtiger Unimog, der bei seine Leistung auch auf den Boden bringt. Wahnsinnig variabel, das sieht man an der Wechsellenkung VarioPilot, die bei da verbaut ist. Da kann man, ich habe den noch nicht live gesehen, muss ich jetzt auch erst ausprobieren, aber man kann das ganze Lenkrad umschalten mit der Pedalerie, dann hat man keinen Linkslenker mehr, sondern einen Rechtslenker. Das brauchen wir zum Beispiel, wenn man Straßenbegleich grün macht oder einfach einmal irgendwo rausschauen will fürs Fenster. Das hat wahrscheinlich der Vorbesitzer einfach nicht so oft gut geschmiert, ne? Das gehört sich einfach geschmiert. So. Ja, und schon bin ich Beifahrer. Jetzt lassen wir den einfahren. Na komm. Kannst du, ich will noch lebendig fahren. Spaß. Weißt du, du kannst schon fahren. Natürlich ist auch die Pedalerie mitgewandert, ne? Es ist mit der Doi Gas geben. So. Aber das geht eigentlich echt gut. Auch preislich liegen wir beim U300 in so einer Ausstattung in dem Zustand ungefähr bei 40.000. Ich denke, das ist ein guter Preis. Vor allem, der ist relativ neu. Sehen wir jetzt auch gleich, wie wir umlassen. Ja, jetzt müssen wir erst Ding so gelassen. Der rennt schon. Da fällt sich gar nichts. Wir tun jetzt noch ein bisschen Luft aufpumpen. Das geht übrigens recht schnell. Ja, der Luftpresser mit 300 Zl in der Minute. Viele Leute fragen sich vielleicht, weil ich frage mich jetzt da einfach. Da ist ja kein Gang hier wie heute. Kein Problem. Da tun wir vorwählen. Jetzt ist der zweite Gang drin. Handbremse raus. Können wir ohne Gas auffahren. Ganz langsam, dann können wir auch ein bisschen Gas geben.
So, da ist jetzt eine Steigung, da schalten wir nochmal nicht, aber wir kümmern das. Vorwählen. Schon ist geschalten. Wir haben also jetzt einen Schnäpfler dran, beim Hochheben, und jetzt will man wieder rückwärts fahren. Wie geht das? So. Und jetzt schauen wir uns den Wendekreis an. Probefahrt, U280er in Mingom, wenn ich bremst, ich bin immer schön im 4.11 gekommen. Ich glaube, der hat einen Dreiersitz, also zwei Sitzbänke da gehabt und sieht, zwei sind da gemacht. Oh, sorry! Ja, ich habe gedacht, die bremst, die geht so gut. Also da war mir so cool Gedanken. Wir haben auch noch Motorbremse, zweistufig. Dem Unimog noch nicht ganz vertraut. Deswegen ist es wichtig, wenn man sich einen Unimog kauft, macht es ihn vertraut damit. Probiert es aus. Kaputt machen kann man nicht viel, weil das holt was aus, das Zeug. Lernt einen Unimog kennen, dass ihr wisst, was für Potenzial das drinsteckt. Da geht doch viel mehr beim eigentlich mal. Und dann fahrt ist der Konkurrenz mit ihrer Bullock und Lastwagen sowas von und vor, dass es einfach schön raucht. Ja, so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieht nicht runter. Wenn ihr ein Abo da lasst, werdet sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Mock will immer was zum Tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Mock auch mal so eng.